Ich bin's Bounty. Es gab schon so lange kein Video mehr von mir. Die letzten Livestreams gab es vor ungefähr einem Monat. Danach, keine Ahnung, die ganzen Ausreden will ich jetzt nicht erzählen. Es wird heute sehr viel darum gehen, was ich eigentlich gemacht habe. Wieso spiele ich eigentlich nicht mehr FLiF Universe? Bevor wir zum Highlight dieses Videos kommen, zu den Turtle Shields, gibt es noch einen anderen Shield. Und zwar von den ganzen Garden of Rises Quests, die man machen kann. Ich habe mir auch überlegt, ob ich noch dieses Pet da holen soll, weil das sieht auch ganz gut aus. Aber hier gibt es Waffenskins. Da habe ich 27 verfluchtes Souvenir-Items schon. Da haben wir auf jeden Fall unser Schild. Ah, da fehlt mir noch eins. Schade. Ah, der sieht echt gut aus, finde ich. Ja, als wäre ich Joker. Nein, jetzt habt ihr meine ganzen Turtle Shields gesehen. Aber ein paar von denen kennt ihr ja sowieso schon. Also ich bin ja tatsächlich ein richtiger Schild-Fanboy. Vor allem in FLiF gefällt mir ja der Force Meister deswegen am meisten. Sonst hätte ich jetzt wieder weiterhin auch Blade gespielt. Aber in Warhammer Online, da spiele ich tatsächlich sogar Slayer. Auch sehr lustig. Aber hier, man kann, hier respektvoll, da kann man sich die Shields ja mit den Fraktionsmünzen kaufen. Also ich muss sagen, ich feiere das übelst. Einziges Schild, was mir noch fehlt, ist der grüne Turtle Shield. Dann wäre das auch perfekt mit dem Wind-Element. Das würde so gut zusammenpassen. Ich werde jetzt mal ein paar Christmas-Items öffnen. Und zwar könnte man die auch direkt auf einmal öffnen, aber ich werde die langsam auspacken. Ich wollte noch kurz zeigen, was alles eigentlich drin sein kann. Das Wichtigste hier wäre eigentlich Premium. Und bei den Red Sox wäre es ganz gut, wenn ich XP Potions bekomme. Und zwar die hier ab Veteran 41. Weil ich werde noch einiges leveln. 55 werde ich auf jeden Fall machen. Das wäre schon ganz hilfreich, weil ich habe so ein paar andere. Ja, das habe ich gerade, 50%. Ich hatte 200%, glaube ich. Das habe ich aber schon verbraucht. Aber ja, kann ich mir noch eins kaufen irgendwann. Die Golden Apples kann man auch verkaufen, wenn man das will. Ah, ich sehe schon. Ist schon einiges drin tatsächlich, aber. Ja. Premium ist. Nee, ist nicht drin. Ich habe hier sogar noch zwei Premiums. Also jeweils einen Tag. Ja, Batterien, Frozen Weapon Box. Ich habe sehr viele Frozen Weapons, brauche ich eigentlich nicht. Christmas Outfits brauche ich auch nicht. Ja, wie gesagt, die könnte ich verkaufen, sind aber leider nur 6 Stück. Man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viel Christmas gefarmt. Jetzt kommen erstmal die Socks noch dran. Die Socks kriegt man von den ganz normalen Monstern, die sind überall. Und die anderen, was wir geöffnet haben, die kriegt man in Azrea. In Christmas Azrea. Das habe ich ja schon letztes Jahr angesprochen. Ich liebe es übelst, hier zu leveln. Weil man kann leveln, man kann Azrea Seals sammeln und die Mobdichte ist richtig gut. Und ja, aber das machen wir irgendwann später, wenn ich vielleicht Hardcore level. Ja, immerhin kriege ich so ein bisschen Forsaken Chips und so. Ah, da sind auch Apples drin. Auch nicht schlecht.
Emblem. Ja, da war jetzt echt nichts krass Seltenes drin. Wobei man sagen muss, jetzt mit den 24 Golden Apples, da gab es auch diesen Frosch zum Beispiel. Ja. Dann könnte man die Power-Ups weiterverkaufen. Zum Ende dieses Videos wollte ich noch ansprechen, warum ich eigentlich seit Wochen nicht mehr in FLIFE Universe Online war. Ja, und zwar, ich habe das Gefühl, dass man in FLIFE Universe ohne Geld ausgeben irgendwie sehr wenig erreicht. Wenn man was erreicht, dann braucht man richtig lange dafür. Zweiter Punkt wäre für mich, ja, Level an sich dauert schon recht lange und die ganzen XP-Events und sowas sind minimal, also irgendwie, da kriegt man 0,01% mehr bei XP-Events. Also da kann man gar nicht darüber reden, das ist so minimal, die Bonis, die man bekommt. Weil ich ja jetzt auch in Azrea level, finde ich Azrea sowas von hässlich. Die Monster sind zwar die gleichen, ist ja klar. Aber die Map an sich ist so blöd. Und ich wünschte, es gäbe von FLIFE Universe eine Client-Version. Die würde ich auf jeden Fall runterladen und spielen. Dass sie halt ein bisschen besser aussieht, das Game an sich. Der nächste Punkt wäre, die ganzen CS-Outfits sind sowas von blöd. Da gefällt mir einfach nichts. Also die Outfits, die neu dazukommen. Und allgemein, die muss man ja auch alle mit Geld kaufen und sowas. Also ich meine den Cash-Shop an sich. Die ganzen Sachen, die man braucht. Und in-game, wenn man Geld machen will, wie gesagt nochmal, das dauert ewig. Die Giants haben eine Droprate, das ist so gering. Da muss man so viele Giants killen, bis man irgendwas gedroppt bekommt. Zum Beispiel, keine Ahnung, LG-Waffen. Und wenn man dann eine gedroppt bekommt, bis man dann die Waffe verkauft hat, bla bla, das dauert alles so lange. Ich wünschte, es gäbe noch ein bisschen mehr auch Content. Das hat mir auch vor allem der Tim gesagt, weil der ist ja schon richtig im Endgame gewesen, aber der spielt auch schon lange nicht mehr. Also da muss ich echt noch einiges ändern. Das Spiel muss ein bisschen besser aussehen. Aber ja, ich bin seit ungefähr einem Monat gar nicht mehr in FLIFE Universe gewesen. Und ich finde es auch richtig gut so. Das Einzige, was mich nervt, ist halt, wie viel Geld ich da schon ausgegeben habe. Zum Glück nicht so viel. Danke erstmal fürs Zugucken heute. In den nächsten Tagen und Wochen wird es ein bisschen spannender. Weil ich werde auf jeden Fall ein bisschen weiter leveln. Und ich muss versuchen, vernünftig Chip-Perin zusammenzubekommen, damit ich mir noch ein paar Equipment-Teile kaufen kann, leisten kann. Und Velen Frost Hunter ist auch so ein Thema. Muss ich mich noch ein bisschen ranhalten. Ab dem 24. gibt es sogar ein Doppel-XP-Event.